Jess hat mir was geschickt. Motorradrucksack. Motorradrucksack. Ich fahre Rucksack. Ey. Ich fahre Motorrad. Also Motorroller. Ich bin auch ein kleines Beispiel. Ich habe Doofy gestern eine AI gezeigt, mit der man sich Bilder generieren kann. Wisst ihr, weil ich ein lieber Mensch bin, weil ich so Doofy helfen will. Und wisst ihr, was Doofy macht? Entscheiden wir den Sucher mit Schere, Stein, Papier. Alles klar, ich bin bereit. Stein, Schere oder Papier, was wählen wir, Leute? Chrissy sagt ja immer, der gute alte Stein, ne? Chrissy würde Stein wählen. Der gute alte Stein. Der gewinnt immer. Hinter dir. Sie guckt nicht wirklich hinter sich. Hinter mir? Der Typ da, können wir nicht hinterhergehen? Stopp! Er geht einfach weg. Er kommt wieder rein. Er geht. Hä, er läuft im Kreis. Er läuft. Was macht er da hinten? Er läuft um die Menschen herum im Kreis. Ist das ein Bug? Ich möchte dir Enya vorstellen. Er hat vor ein paar Wochen Jimmy besiegt. Aus Dead of Night. Dann, na, Hut ab. Fellow Jimmy-Besieger. Jetzt geht das wieder los, meine Damen und Herren. Ich habe euch ja oft schon geraten, holt euch jemanden wie Doofy in euer Leben. Ja, nicht Doofy, die gehört mir. Aber holt euch jemanden wie Doofy in euer Leben. Aber ich möchte nur ganz klar betonen, mir schreiben auch ganz viele Leute immer so, oh, ich hätte auch gern so eine gute Freundschaft wie du und Maria haben. Es ist nicht immer einfach. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Jede Medaille hat zwei Seiten. Die eine Seite ist wunderschön und voller Harmonie und die andere Seite ist das. Das, genau das. Ein Marienkäferchen. Könnt ihr mich mal machen lassen? Kack Soundboard. Oh, weißt du, du willst, dass ich dabei bin? Ja, weil ich dich gern dabei habe. Ich mag dich. Und dann beschwerst du dich. Nein! Scheiße ist das hier. Willst du uns mal wieder einen Schwank aus deinem Leben erzählen? Ich habe mal jemanden getroffen, den mochte ich echt gerne. Und dann irgendwann hat sie mich jahrelang on Stream gefoppt und irgendwann konnte ich nicht mehr. Sie wird jetzt gleich von mir auf Twitter gecancelt. Okay, tschüss. Fürs Gaslighten. Doofy, bleib hier. Das ist Morsekurdisch. Das bedeutet, ich hab dich lieb. Morsekurdisch? Ich hab nicht Kurdisch gesagt. Kurdisch. Das war Morsecode und Kurdisch in einem. Morsekurdisch. Leute, wir hoffen einfach, dass sie auf der Stadt aufkommt. Also hoffen wir nicht. Ich hoffe natürlich, dass die Stadt, dass da nichts passiert. Aber wo kommt sie jetzt auf? Hä? Leute, falls ihr irgendwo eine Explosion seht, sagt mir... Hä, wo kommt sie denn... Oh. Ja! Wir haben es geschafft! Woo! Wir haben die Stadt verfehlt. Das ist enttäuschend. Nochmal! Ich will nur mal kurz sagen, das ist nicht meine Schuld. Ich bin gestorben! Ah!
Wieso stehe ich denn jetzt auf dem Hochhaus? Wie bin ich denn hierher gekommen? Oh, hier ist noch eine Bombe. Leute. Hi. Are you Barbara? Yes, I am. Hi. We're here to help you with your son. Will you people be able to fix my son? Well, we can certainly. Okay. I'll take it. Die Katzenspinne ist eine faszinierende Kreatur, die in den unerforschten Tiefen des Regenwaldes von Eschbeensüß lebt. Warum schreibt man das wirklich so? Mit einem auffälligen Erscheinungsbild und einzigartigen Eigenschaften hat diese Spinne ihren Namen aufgrund ihrer besonderen Beziehung zu dieser komplett ausgedachten. Ernsthaft, warum lese ich mir deine Nachrichten eigentlich durch? Du bist so ein Sack manchmal, ne? Warum verarschst du mich so? Hast du schon mal dran gedacht, dass ich nicht so lachen will? Ist dir einmal der Gedanke gekommen? Fragen Leute eigentlich, ob die Verbindung weg ist, wenn du lachst? Sehr witzig. An deiner Stelle wäre ich heute ganz vorsichtig. Sonst was? Sonst kann ich für nichts garantieren. Ne? Ich werde wahrscheinlich länger leben als du. Irgendwann stehe ich auf deinem Grab und dann stehe ich da. Wieso? Warum der Titel? Wieso? Weißt du, an sich ist es mir eigentlich egal, was du so im Titel stehen hast. Ja. Mund an Arsch genäht, okay. Aber warum Ed Maria Trin? Das ist eine Nachricht an dich. Was willst du mir damit sagen? Ich warte nur, dass du mir antwortest. Worauf? Naja. Mir reicht ganz ehrlich, ein Ja oder ein Nein. Dann bitte nicht. Das ist von einem Film. Ja, Human Centipede. Warum machst du traurige Musik an? Bist du jetzt traurig, weil ich auf den Mund an Arsch genäht, weil ich Nein gesagt habe? Was ist denn mit dir? Sie atmen nicht laut. Wollen Sie nicht, so. Soll ich Ihnen zeigen, wie das geht? Sie müssen einfach, zack. Ah! Ganz langsam. Ich kann es nicht sehen, wer da steht. Okay, schade. Manchmal, wenn ich Nachrichten schreibe, klicke ich auf den vorgeschlagenen Wort als nächstes, wenn er eh weiß, was ich schreibe. Oh nein. Und ich habe zu schnell auf Absenden gedrückt, glaube ich. Oh nein, das ist so geschrieben. Die E-Mail endet jetzt mit: Hey, ich habe aus Versehen gerade die Box OP01 bestellt, es war ein Fehler, können Sie die Bestellung mit dieser Nummer bitte stornieren? Liebe dich, Christoph. Das ist mir nicht aufgefallen. Wieso nicht? Liebe dich statt liebe Grüße. Liebe dich. Wer hat ihm das geschickt? Guck weiter. Wer hat das geschickt? Guck weiter. Maria hat mir einen Clip geschickt. Ich mit einem Pokémon schlafen
müsste. Oh, ich weiß, worauf es hinausläuft. Er sagt Ditto. Müsste gezwungen werde, dann würde ich Ditto nehmen. Okay, ist auch, okay, pass auf. Besser. Okay, das war unerwartet. Das war komplett unerwartet. Okay, das habe ich nicht. Geiler Wenn Tipp. Ich mit einem Pokémon schlafen müsste, gezwungen werde, dann würde ich die Tour nehmen. Okay. Wollen wir weiter? Kuss. Ganz viel Liebe, Ditto. Ganz, ganz viel Liebe. Ich hab Angst. Boah, warum sind da auch zwei Türen? Das ist voll gemein. Er dreht seinen Kopf von mir weg. Ich traue ihm nicht. Das ist der Süß. Ich kann mich täuschen, aber ich glaube, irgendwas stimmt mit dieser Anrichte nicht. Hallo, Maria. Darf ich mal ein Auge auf dich werfen? Sehr gut. Ich will euch mal kurz eine Szene zeigen mit dem schlechtesten peripheren Sichtfeld, das es überhaupt gibt, okay? Das ist High School Musical. Gabriella, das ist diese junge Frau hier, ist im Badezimmer und probt ein Lied. Und passt auf. Chapey hat sie singen hören, geht rein. Gabriella nicht da. Sie guckt sich um. Das ist nicht die Szene, die ich wollte. Okay, lassen wir das. Machen wir nochmal. Also, Gabriella geht rein ins Badezimmer, guckt sich um, ignoriert, was das gerade war. Spaghetti auf Nudeln ist echt nicht lecker. Spaghetti auf Nudeln? Das habe ich zweimal gegessen. Spaghetti auf Nudeln? Spaghetti auf Pizza. Sorry. Es fällt mir schwer, deine Meinung zu akzeptieren als wertvollen Beitrag fürs Gespräch. Ich meine... Spaghetti auf Nudeln ist überhaupt nicht lecker. Spaghetti auf Nudeln? Ja!